sehe wunderschöne Naturlandschaften auf Ihren Bildern. Sind Sie von Schottland, Irland, Deutschland inspiriert? Gibt es ein dominantes Land, eine Gegend, die Sie besonders inspiriert? Es ist so, meine Bilder sind eigentlich immer meist, also viele meiner Bilder sind ein Gemisch aus inneren Landschaften, also aus inneren gesehenen Landschaften, also die plötzlich auftauchen, und realen Landschaften. Also ich habe in bestimmten Landschaften, zum Beispiel es gibt dieses Bild, das Tal der Hirten, das ist ein sehr wichtiges Bild, also in meinem Oeuvre. Dieses Bild ist sehr, sind sehr, sehr viele, fließen sehr viele Erlebnisse ein, die ich in einem Ort in Italien hatte. Das ist Bargio. Bargio ist etwas nördlich von Pistoia, also in wunderbaren Kastanienwäldern, eine Ortschaft. Und ich habe dort wunderbare Dinge erlebt. Und diese Dinge sind in dieses Bild, das Tal der Hirten, eingeflossen. Also nicht eins zu eins, ja, dass ich die Landschaft abgebildet habe, sondern das Erlebnis, das ich in dieser Landschaft hatte, ist in das Bild eingeflossen. Ich habe auch sogar ein paar Naturstudien in Bargio gemacht, die eingeflossen sind. Aber merkwürdigerweise, dass das Urbild, sozusagen die Vision, diese prima Idee, die sich eingestellt hat, das war ein Innenbild, das etwas, was ganz medial aus mir herausgekommen war, das war einfach nur die Silhouette einer Stadt und eine ganz bestimmte Landschaft. Und im Nachhinein hat sich dieses Bild, dieses erst gesehene Bild, in der Realität manifestiert. Ich habe das sehr oft erlebt in meiner Malerei, dass ich etwas gezeichnet habe und ich habe es später erst gesehen. Ich habe mal eine Bucht gezeichnet mit einem Skorpion, also im Vordergrund. Und genau diese Bucht habe ich dann später auf Santorin entdeckt. Also es passiert sehr häufig, dass ich vorher etwas sehe und innerlich sehe und ich sehe es erst dann danach in der Realität, lebe in dieser Realität dann und das fließt dann auch wieder zurück auf ein neues Bild. Also eine besondere Art des Déjà-vu. Eine besondere Art des Déjà-vu. Oder Sie haben Erinnerungen an vorherige Leben. Das schließt das. Ich glaube, dass da immer sehr viel einfließt. Ja, es fließt immer. Es ist immer etwas, was an Substanz an vorherigen Leben da war. Und es ist immer etwas, wo man sagen kann, genau diese Landschaften sind für dieses Leben wichtig. Also jede Reise, die ich mache, ist für mich auch immer eine innere Reise. Es ist nie eine touristische Reise, dass ich sage, das habe ich noch nicht gesehen, das möchte ich jetzt irgendwo noch sehen, sondern ich weiß, ich trage auch irgendwo die Verantwortung für diese Reise in Bezug auf meine Malerei, weil ich weiß immer, jede Reise hat auch eine Rückwirkung auf das, was ich künstlerisch darstelle.